Ja, herzlich willkommen zum deiner neuen Videoserie, präsentiert von der Bogensportwelt und von mir. Ich bin der Thomas. Es geht um das Setup für Compound Unlimited. Also, wenn man alles dran schrauben darf, was erlaubt ist. Das Ganze ist ein Wettrüst-Dilemma-Spiral-Paradox. Warum? Dazu gleich mehr. Compound Unlimited Setup Teil 1. Es geht also darum, einen Compoundbogen so mit Anbauteilen, Accessoires und Zusatz auszustatten, dass man damit, ich sag mal, schon ein wettkampftaugliches Gerät hat. Compound Unlimited oder einfach nur Compound oder Freestyle Unlimited, das sind Bogenklassen, die in den unterschiedlichen Verbänden als Wettkampf-Stilart unterschieden werden. Und wir haben jede Menge Sachen, über die wir reden können, und darum geht es heute in dem Video. Punkt 1, es ist ein bisschen ein Wettrüsten in der Bogenklasse. Warum ist es ein Wettrüsten? Naja, einerseits gibt es deutlich mehr Anbauteile, die wir dran machen können, als bei diesem einfachen Basissetup, was wir in der ersten Videoreihe gezeigt haben. Ja, und durch die vielen Anbauteile steigt natürlich einfach auch die Komplexität. Ja, wir haben mehr Auswahl. Wir haben natürlich auch bei jedem Anbauteil Variationen. Ja, also es gibt nicht nur sehr viele unterschiedliche Arten von Visieren und von Scopes, sondern es gibt auch noch bei jedem Visier und bei jedem Scope Möglichkeiten, es auf meine persönliche, auf meinen Geschmack oder auf die Art, wie ich schießen will, einzustellen. Ja. Deswegen, es gibt also deutlich mehr Auswahl. So, Wettrüsten haben wir erklärt. Warum ist es ein Stück weit ein Dilemma? Naja, ein Dilemma ist ja immer dann, wenn man nicht anders kann. Ja? Und tatsächlich ist, wenn in der Bogenklasse hier Unlimited, ja, mit allem drum und dran, man so ein bisschen, ich sag mal, angehalten, beziehungsweise auch einfach durch die Konkurrenz gezwungen, die vielen Möglichkeiten, die vielen Optimierungspotenziale, die ich habe, auszuschöpfen. Ja? Weil es wird auf jeden Fall jemanden geben, der das an seinem Setup so macht, der den Bogen damit für sich optimal schießbar macht, der vielleicht mit der besser abgestimmten Zieloptik auf ein Turnier kommt. Und ich sag mal, wenn man in dieser Bogenklasse, wenn man an so einem Turniersport in irgendeiner Form teilnehmen möchte, dann will man ja auch die Möglichkeiten ausschöpfen. Das ist kein Muss, aber wir machen die Videoserie schon auch deswegen, damit ihr seht, worauf es da ankommt. So, Wettrüsten, Dilemma haben wir geklärt. Warum eine Spirale? Naja, eine Spirale ist ja etwas, was sich immer schneller dreht. Ja? Und tatsächlich ist das Wettrüsten in Compoundbogensport über die Jahre nochmal deutlich beschleunigt worden. Ja? Immer mehr Hersteller bieten immer spezifischere Sachen an, mit denen die Schützen sozusagen ihre individuellen Bedürfnisse noch besser erreichen können. Das geht dann los bei der schieren Anzahl an Releases, die es gibt. Das geht los bei den verschiedenen Konzepten von Stabilisation. Das geht los mit unterschiedlichen Vergütungen bei der Linse, die man verwendet, ja, unterschiedliche Formen von Peepsight und so weiter. Und diese Spirale ist einfach dadurch immer schneller ins Drehen gekommen, weil die Hersteller immer mehr in Konkurrenz zueinander stehen und die Bogensportler sozusagen von immer mehr neuen Produkten überzeugen möchten. Ja, ob man die jetzt jedes Mal braucht, ob man wirklich mit jedem neuen Ding irgendwie besser schießt, sei mal hingestellt. Aber auf jeden Fall ist jede technische Innovation, jedes Teil, was mir helfen kann, etwas, das ich auf jeden Fall in Betracht ziehen muss. Gut. Wettrüst, Dilemma, Spiral, Paradox. Warum Paradox? Naja, wir reden über eine Bogenklasse oder über ein Setup, das nennen wir jetzt mal Unlimited, also unbegrenzt. Im Prinzip ist also alles erlaubt. In unserer Videoserie hier können wir natürlich nicht unbegrenzt alles zeigen. Ja, deswegen stoßen wir da so ein bisschen an die Grenze dieser Begrifflichkeit einfach. Ja, es kann nicht unlimited sein, wir sind da irgendwo begrenzt trotzdem. Wir werden zeigen, also wir werden nicht alle möglichen Variationen zeigen, die man machen kann, aber wir werden schon zeigen, worauf es ankommt, worauf man achten kann und welche, ich sag mal, Tipps,
Tricks und Kniffe so in gewisser Weise verallgemeinerbar sind. Ja? Alles, was darüber hinausgeht, individuelle Abstimmungen, also Sachen, die wirklich von Schütze zu Schütze unterschiedlich sind, das muss man dann ein Stück weit tatsächlich ausprobieren. Ja? Ausprobieren ist auch eine Menge Spaß, ja? Und deswegen freue ich mich auf die Videoserie. Und wir fangen in dem nächsten Teil damit an, zu zeigen, was Computer und Compound-Schießen gemeinsam haben.